Europäische Düngeverordnung wird dafür sorgen, dass die Ausbringung von Gülle in Zukunft noch besser dokumentiert werden muss. Um die Gülle so genau auszubringen wie Mineraldünger, ist es notwendig, die Inhaltsstoffe zu kennen. Deswegen wird unser Mengenkontroll ganz wichtig werden künftig, sowohl für das Kenntnis der Inhaltsstoffe als auch für die Dokumentation und Aufzeichnungen für die Stoffstrombilanz. Wir haben die von Mengenkontroll 2.0 generierten Nährstoffinformationen inzwischen in Class Telematics integriert. Wie man hier auf einen Blick sieht, werden gewässernahe Flächen mit weniger Nährstoffen bestickt als gewässerferne Flächen. Damit kann der Landwirt den Ämtern nachweisen, dass fachlich korrekt gearbeitet worden ist. Hier sehen wir jetzt auf dem Isobus-Terminal, dem S10 von der Firma Class, eine Gülle-Applikation mit einem Vane-Control aus unserem Hause. Hier ist jetzt gezeigt, die Dosierung, wie sie aktuell abläuft, Kubikmeter basierend auf Hektar, ist jetzt eingestellt auf 20 Kubikmeter auf Hektar. In Zukunft durch die neue Düngeverordnung wird dieses ganze Thema auf Gesamtstickstoff dosiert umgestellt. Ich stelle dieses System jetzt einfach mal um, damit man sehen kann, wie leicht die Bedienung dieses Systems ist. Hier sehen wir jetzt einmal die ganzen Inhaltsstoffe, die wir gemessen haben, den Gesamtstickstoff, Na4, Ammoniumstickstoff, Phosphor, Kali und die Trockensubstanz. Und wenn ich nun jetzt hier in dieses Viereck ein Häkchen reinsetze, dann sehen wir sofort auf unserer Ausbringmaske, dass der Sollwert von Kubikmeter auf Kilogramm N2 pro Hektar umgesprungen ist. Wenn ich jetzt einen anderen Sollwert haben will, dann stelle ich den einfach durch Drücken der entsprechenden Taste um, bestätige das und nun würde die Maschine automatisch auf diese 75 Kilogramm pro Hektar dosieren, egal wie schnell ich fahre. Dieses ganze System kann halt auch noch direkt die Dosierungen über GPS mit Aufzeichnungen, je nachdem, an Telemetrieportale weitergeben. Und somit hat man eigentlich in einem Arbeitsgang sämtliche Dokumentationsgründe schon direkt erledigt.